بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمحوا في بيت إن شاء الله من تسيرة مت بيوغرافية ونصف بفيت صلى الله عليه وسلم. Beim letzten Mal haben wir Geschwister, wir haben zwei Sachen angesprochen. Erstens einmal, die Quraysh haben gesehen, beziehungsweise die Mushrikun von Mekka, sie haben gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Leute, die sind sehr standhaft und die lassen nicht locker. Die bleiben bei ihrer Religion strikt und denen ist völlig egal, was passiert. Aber wenn sie auswandern müssen, wandern sie aus. Wenn sie manche gequält werden, sie bleiben trotzdem beim Islam. Und töten wollten sie ihre eigenen Sklaven ja auch nicht, weil wenn sie sie getötet haben, dann haben sie ihr eigenes Vermögen sozusagen verpulvert. Das ist ja Blödsinn. Ja? Deswegen wollten sie sie eigentlich nur quälen, bis sie aufgeben. Aber die haben nicht aufgegeben. Also haben sie irgendwann mal aufgehört zu quälen, weil es bringt nichts. Und dann haben sie angefangen, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verhandeln. Und diese Verhandlungen, haben wir gesagt, sind gescheitert. Weil sie haben den Abu Talib geschickt, den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und sie haben zu ihm gesagt, red mal bitte mit deinem Neffen, und das geht überhaupt nicht hier, der beleidigt unsere Götter, und der stört uns in unserer eigenen Moschee. Und dann hat er mit ihnen diskutiert, hat Abu Talib das ihm gesagt, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat er ihm gesagt, ich werde niemals davon ablassen, von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala, womit er mich beauftragt hat. Ich bin geboren als Muslim, und Allah hat mich erwählt, damit ich das, was er von oben zu mir gibt, den Leuten weitergebe. Und das ist meine Aufgabe. Wenn ich das nicht mache, dann verdiene ich es nicht zu leben. Also muss ich das machen, bis ich sterbe. Und deswegen hat der Abu Talib diese Entschlossenheit gesehen und hat zu den Leuten gesagt, er hat die Wahrheit gesprochen, er wird dabei bleiben, ich kann nichts daran ändern, geht wieder nach Hause. Dann haben die Quraysh, das haben wir auch letztes Mal angefangen zu sprechen, sie haben angefangen dann zu sagen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn dieser Mann, Muhammad ibn Abdullah, wirklich ein Gesandter Gottes ist, dann soll er bitte seine Beweise bringen. Und dann haben sie eben gesagt, bring Wunder. Und über das eine Wunder hatten wir letztes Mal schon gesprochen. Es geht um das Wunder mit dem As-Safa, dem Bergchen As-Safa bei der Kaaba, dass er ihn in Gold umwandeln soll. Das war das Letzte, was wir besprochen hatten. Das Zweite ist, die Reihenfolge ist jetzt nicht entscheidend, aber eine zweite Sache, die sie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt hatten, war die Mondspaltung. Die Spaltung des Mondes. Und darüber hat Allah subhanahu wa ta'ala sogar im Koran berichtet. Und darüber gibt es auch Überlieferungen in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, erstens einmal gibt es folgende Überlieferung Sahih al-Bukhari, die ich euch einfach so vorlesen möchte. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu sagte, dass die Leute von Mekka, die Bewohner von Mekka, haben den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam darum gebeten, dass er ihnen ein Zeichen gibt, ein Wunder gibt. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen gezeigt, wie der Mond sich in zwei Teile geteilt hat. Sodass sie sogar gesehen haben, wie die eine Hälfte ist an der einen Seite, dazwischen ist Jabal Hira oder Jabal An-Nur und die andere Hälfte ist auf der anderen Seite. Das heißt, deutlich konnte man den Berg Hira, da wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam erstmal die Offenbarung bekommen hat, sehen zwischen den beiden Mondhälften. Und diese Sache hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran aufgenommen und Allah sagte in Surat Al-Qamar, die Surah heißt Al-Qamar, Qamar ist der Mond. Ja. In der 54. Surah sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, näher ist die Stunde des Gerichtes gekommen und gespalten hat sich der Mond. Und wenn sie ein Zeichen sehen, wenden sie sich ab und sagen fortdauernde Zauberei. Und sie erklärten es für Lüge und folgen ihren Neigungen. Doch jede Angelegenheit ist festgesetzt. Zu ihnen ist doch von den Berichten gekommen, was reichliche Verweisung enthält, eine durchdringende Weisheit, aber was nützen da die Warnungen? So kehre dich von ihnen ab. Diese Ayat, und gehen noch weiter, sind in Bezug auf dieses Ereignis herabgesandt worden. Und liebe Geschwister, das ist eben der Punkt. Wenn du mit jemandem diskutierst, egal um was es geht, ist es ein
ein Christ, ein Jude, ein Buddhist oder was auch immer. Und er möchte die Wahrheit erfahren. Und du gibst ihm etwas und zeigst ihm, was die Wahrheit ist. Musst du immer gucken, ist diese Person wirklich an der Wahrheit interessiert oder geht es ihr nur um eine sinnlose Diskussion, die die Zeit verschwendet. Und er will eigentlich bei seinem Standpunkt festhalten. Und er will eigentlich dir zeigen, dass du falsch bist, egal wie. Auch koste es, was es wolle. Und es geht ihm nicht um Al-Haq, es geht ihm nicht um die Wahrheit. Ja? Dann sollte man einfach sich von der Person abwenden und seine Zeit nicht verschwenden. Denn Allah sagte im Koran, in Surat Al-Baqarah, dass wahrlich diejenigen, die ungläubig sind, gleich ist es in Bezug auf sie, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie glauben nicht. Diese Ayah ist gemeint, es gibt manche Kuffar, es gibt manche Nicht-Muslime, es gibt manche ungläubige Menschen, die, egal ob du sie warnst oder nicht warnst, egal ob du sie vom Islam versuchst zu überzeugen oder nicht, sie werden in diesem Weg bleiben, wo sie sich gerade befinden. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, du sollst nicht deine gesamte Lebenszeit opfern wegen einer Person. Oder zwei oder drei. Weil es geht, kann sein, er wird das niemals. Kann sein, Allah hat schon geschrieben, dass diese Person niemals den Islam annehmen wird. Stellt euch mal vor, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätte sein ganzes Leben lang verbracht mit Da'wah mit Abu Talib. Ja? Oder mit Abu Lahab. Oder mit wem auch immer. Das, Allah wusste schon, dass sie als Ungläubige sterben werden. Das heißt, er hätte deine Zeit verschwendet. Weil auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als sein Onkel gestorben ist, Abu Talib, was hat Allah im Koran gesagt? Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Das heißt, du leitest nicht recht, wenn du willst, sondern Allah leitet recht, wenn er will. Fertig. Oder du leitest nicht recht, wenn du liebst, sondern Allah leitet recht, wenn er will. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, muss man immer darauf achten, ob die Person wirklich da die Wahrheit wissen will oder nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist auf der Erde in Mekka und zeigt auf den Mond und der Mond teilt sich in zwei Teile. Was sagen sie? Zauberei. Das Argument Zauberei ist ein Argument für Leute, die nicht wissen, was Zauberei ist. Weil die Leute, die wirklich wissen, was Zauberei ist, sie würden das nicht sagen. Und das beste Beispiel ist Musa alayhi salatu wasalam mit den Pharao, wo sie die Zauberer vom Pharao, sie haben ihre Stöcke geschmissen und dann sah es so aus, als würden sie sich bewegen. Das war Zauberei.